Wir begrüßen den Entschließungsantrag, Dankeschön. Den Entschließungsantrag für mehr Sicherheit bei Gerichten und Staatsanwaltschaften ausdrücklich. Ich möchte jedoch, ich nerve schon wieder mit meiner Berufserfahrung, aber ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass ganz maßgeblich hierfür ist, die Wachtmeistereien besser auszustatten, und zwar personell wie auch den Berufszweig des Wachtmeisters finanziell attraktiver zu gestalten. Die Wachtmeister sind nämlich diejenigen, und das ist sogar losgelöst davon, welche technischen Hilfsmittel man zur Verbesserung der Sicherheit an Gerichten noch gedenkt einzuführen. Die Wachtmeister sind diejenigen, die die zentrale Rolle hierbei spielen. Sie müssen auch, wenn elektronische Geräte, wie sie auch immer sein mögen, in Ergänzung angeschafft werden, sie müssen diese bedienen können, sie müssen diese kontrollieren können. Und die Wachtmeister bleiben diejenigen, die an vorderster Front zu kämpfen haben, die die sitzungspolizeilichen Maßnahmen zu übernehmen haben, die auch die Sicherungskontrolle durchzuführen haben. Die personelle Ausstattung, wie wir sie heute in diesem Land an den Gerichten haben, lässt das überhaupt nicht zu. Es ist so, dass wenn Sie mal sporadisch Sicherheitskontrollen durchführen, dann sind dafür zwei Wachtmeister notwendig, die dann im Eingangsbereich stehen und ihre anderen Aufgaben, die inzwischen sehr vielfältiger Art sind, nicht durchführen können. Der Beruf des Wachmeisters beschränkt sich nämlich bei weitem nicht mehr auf die Sicherstellung der örtlichen Sicherheit, sondern geht weit darüber hinaus. Er muss deshalb unserer Auffassung nach eine finanzielle Stärkung, Besserstellung, Aufwertung erfahren, weil die Wachmeister sind, das kann man jeden Tag bei Gericht merken, sie sind das Rückgrat des Gerichts. Wenn es die Wachmeister nicht gäbe, würden die Akten nicht mehr von A nach B transportiert, wäre die Sicherheit nicht gewährleistet. Und könnte der Betrieb in der Form, wie er jetzt läuft, nicht aufrechterhalten bleiben. Das heißt, wir fordern eine Aufwertung des Berufszweigs der Wachtmeister finanziell und vor allen Dingen personell einen Ausbau. Denn wie gesagt, mehr Sicherheit können wir nicht durch elektronische Mittel oder Ähnliches herstellen. Mehr Sicherheit können wir eins und allein in erster Linie durch mehr Wachtmeister herstellen, durch eine bessere personelle Ausstattung. Und das bitte ich hierbei zu berücksichtigen. Alles andere sind Randscharmützel. Wir müssen die Wachmeister stärken. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Emden. Ich gebe jetzt das Wort dem Kollegen Dr. Gente von der FDP. Bitte schön.